Vergangenen Februar sah die Schwäbische Alb so aus. Trist, grau und schon gar nicht weiß. Jochen Geckelers Wintersportarena stand still. Hier an dieser Stelle genießt er normalerweise aus seinem Pistenbulli heraus die winterliche Alblandschaft. In diesem Jahr steht etwas ganz anderes im Terminplaner. Maisschnitzelrücken für den Ökostrom und natürlich, um das 300.000 Euro teure Arbeitsgerät zu unterhalten. Es geht einfach darum, um die Pistenraub, die sowieso da ist. Und bei uns auf der Alpe ja jetzt nicht ein Vierteljahr lang eingesetzt wird wie in der Alpe drin, weil wir ja jetzt so starke Winter haben, die sind ja sehr unterschiedlich bei uns. Und von daher ist es ein Zusatzgeschäft, um die Pistenraub einfach besser auszulasten, damit sie sich besser amortisiert. Biogas ist ein großes und lukratives Thema bei den Landwirten auf der Alp. Nachwachsende Rohstoffe für die Stromerzeugung nicht ganz unumstritten. Mais wird nicht als Viehfutter oder Gemüse angebaut, sondern zur Energiegewinnung. Die Pflanze wächst schnell und bringt viel Material. 5 Hektar werden hier innerhalb weniger Stunden abgeerntet. An diesem Morgen sind es fast 250 Tonnen gehäckselte Maispflanzen, die Jochen Geckeler im Silo verteilen und verdichten muss. Durch das, dass mittlerweile bei den Bauern so große Silagemengen anfallen und dann so große Berge entstehen, teilweise schieben wir Berge bis zu 10 Meter hoch, sind die Maisberge, die da geschoben werden. Und das kriegst du mit Traktoren zum einen von der Höhe her irgendwann gar nicht mehr nach, zum anderen von der Menge her, was da kommt, was die Traktoren herfahren, braucht man dann im Silo 2 Schlepper, um die Menge nach oben zu schieben. Und das schafft Pistenraub ohne Probleme allein. Seinen Pistenbulli hat Jochen Geckeler für die neue Aufgabe im Silo umgebaut. Das Gerät wird aber mehr beansprucht als beim Pistenwalzen. Während Schnee am Fahrzeug von selber schmilzt, müssen die Maisteile mühsam entfernt werden. Außerdem belastet der ständige Richtungswechsel die Hydraulik. Aber was macht nun mehr Spaß? Mais oder Schnee? Ganz klar der Winter. Von der Landschaft her schon mal viel schöner wie ein Maishaufen. Und man fährt nicht den ganzen Tag 50 Meter vor, 50 Meter zurück, sondern hat immer wieder unterschiedliche Gegebenheiten um sich herum. Mit den 300.000 Tonnen Maishäcksel im Silo können die Landwirte ein Vierteljahr lang jede Stunde 400 Kilowatt Ökostrom erzeugen. Das reicht für 1000 Haushalte.